Politiker sollten vielleicht erstmal mehr die Wahrheit sagen. Vielleicht sollten sie nicht mehr so einen was vormachen, damit die gewählt werden. Die gucken einfach in den 4 Jahren. Und ich meine, die Welt geht dann bis Ende der Welt. Und die sollen ein bisschen weiter gucken, ein bisschen weiter denken. Und nicht nur für ihre Partei, sondern für alle, die dann in der Welt leben. Kurz und knapp einfach mal das halten, was auch immer alle versprechen bei der Wahl. Ich denke, es wäre schön von Politikern, wenn sie anfangen würden, mehr die Leute, die engagiert sind, also zum Beispiel engagierte Jugendliche zu hören und mit in die Politik einzubinden, weil immerhin sind wir Jugendlichen die Zukunft von morgen und wir sind die Erwachsenen, die später mal irgendwie den Staat am Laufen haben, am Leben halten soll. Und warum sollen wir kein Wort mitreden können? Und warum ist das, was wir sagen, falsch, nur weil wir jugendlich sind? In meinen Augen ist es halt wichtig, auf erneuerbare Energie zu setzen letztendlich. Und da werden schon ein paar Schritte gemacht, auch wenn es so kleine Schritte sind. Vielleicht schaffen die es ja in Zukunft, größere Schritte darauf zu gehen. Die Infrastruktur muss unbedingt erhöht werden. Das heißt, eine höhere Busfrequenz innerhalb der ländlichen Regionen muss gegeben sein. Die Clubstruktur muss erhöht werden in den ländlichen Regionen. Das heißt, müssen mehr Clubs vorhanden sein. Wir brauchen auf jeden Fall ein neues Wirtschaftssystem. Also ich denke, daran führt nichts vorbei. Und ich denke, dass wir in unserer Gesellschaft Abstriche machen müssen auf jeden Fall. Es wird nicht mehr gefordert so viel. Man möchte mehr gefordert werden, man will mehr. Ich würde sagen, dass sie die NPD abschaffen sollten. Bedingungsloses Grundeinkommen wäre eine gute Idee. Dass man halt sagt, jeder bekommt ein Grundeinkommen, kann sich durch Arbeit diese aufstocken. Wäre eine Idee, weil der Arbeitsmarkt wird nicht mehr so in Zukunft gegeben sein, dass genug Arbeitsplätze für uns alle vorhanden sein werden. Für die Zukunft der Politik in Deutschland erhoffe ich mir, dass sie aus der jetzigen Krise lernt, europäischer zu werden, europäischer zu denken, europäischer zu handeln. Dass Politik auf jeden Fall transparenter wird, dass das Volk dadurch mehr das Gefühl bekommt, mehr teilzuhaben an der Demokratie. Schließlich ist Demokratie ein System, wo das Volk, oder in dem das Volk regieren soll und nicht Einzelne. Ich glaube, sobald wir Leute wie Thilo Sarrazin nicht mehr haben, ist das schon mal ganz gut. Politik soll mal endlich anfangen, das Richtige zu tun. Nicht nur das, was korrekt ist, sondern auch das, was Menschen hilft. In nicht nur ihren materiellen, sondern auch ihren Wohlstand im spirituellen Sinne und im emotionalen Sinne. Dieses ganze Krieg um fossile Brennstoffe oder etc., diese ganzen, in meinen Augen, unnötigen Sachen sollten eigentlich weg, weil, sind wir mal ehrlich, das ist eine Welt und wenn wir jetzt alles da wegverbrennen, egal wer, welches Land, die sind weg am Ende und dann haben wir alle ein Problem.